Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play MotoGP 17. Wir sind jetzt richtig, beim Rennen. Ich wollte ja versuchen, hier irgendwie den Schwierigkeitsgrad noch anzuschrauben. Das habe ich jetzt nicht gefunden. Das bedeutet, wir werden wieder dann zwei Testläufe nebeneinander haben. Und zwar diesmal Schwierigkeitsgrad schwer hier mit dem Endresultat und mit dem zweiten Rennen dann auf realistisch, also ein Quervergleich. Dafür bietet sich das auch relativ gut an. Die Skatoff-Stellung hier im Überblick. Wir starten von der Pole mit 2 Sekunden Vorsprung im Qualifying. Mal schauen, was wir hier im Regen auf die Beine stellen können. Das ist hier die sogenannte Einführungsrunde, die fahren wir nicht selber. Und ich glaube, um die hinteren Plätze sollte ich mir keine Gedanken machen. Was aber auch hier wieder aufgefallen ist, der Zeit- oder die Zeitunterschiede bei der Konkurrenz eben nicht mal unter einer Sekunde, also vielleicht 3 Zehntel, und das wird dann sehr, sehr interessant. So, der Tipp von MotoGP 15 war Gang einlegen. Das ist gerade eine gute Frage, wo Gang einlegen ist. Ich denke mal auf Kreis. Kann man einen Frühstart hinlegen? Auch eine gute Frage. Nein, ich sehe keine Ampel. Da ist eine Ampel. Und los geht's. So, dem bieten wir mal gleich ein bisschen Windschatten. Es ist nass. Wir fahren hier nur 4 Runden. Und der hat mich mal gleich bekommen. Der liebe Kelly. Also P2. Und es wirkt viel dynamischer, wirkt das. Als zum Beispiel MotoGP jetzt gerade. Also es wirkt auf jeden Fall nach 60 FPS. Das Spiel soll das ja auch können. Wo kommt der Naila her? Gut, Kurve bekommen, aber der Ausgang, oh, schön blockiert. Schön blockiert den Kelly und dahinter, ja, die kommen alle. Die können wir wahrscheinlich alle gleich noch folgen. Weil ich die Kurve hier gar nicht bekomme und erstmal 3 Positionen verliere. Aber die ich mir natürlich sofort wieder zurück erobern möchte, ist Rickert gleich. Jetzt meine... Boah, können die spät auf der Bremse sein, ey. Das war meine Problemkurve hier. Das war immer meine Problemkurve im gesamten Rennwochenende. Also das auch mit der Gischt ist ja richtig geil gemacht. Schön, dass wir gleich mal gleich ein Regenrennen haben. Okay, dafür nehmen sie die Kurve nicht voll. Den Mut zum Risiko hier. Außen gegen Naila. Danke für das Anschieben. Okay, der eine hat sich verabschiedet. Hoppala! Feindberührungen hier macht die Konkurrenz auch sehr gerne. Gut. Wir können uns anpassen. Beziehungsweise ich kann mich dann anpassen. Also es ist momentan hier ein Kampf um den Rennsieg. Also unspannend ist was anderes. Komm, den Kelly will ich ziehen. Also die kann sie super bremsen. Das krass. Da will ich weiterhin einfach meine Defizite haben. So, es hat sich hier so ein bisschen das Feld gelegt. Kelly führt. Boah, bin ich den voll reingefahren? Kann das sein? Kann das sein, dass ich den voll reingefahren bin? Ich glaube ja. Der wollte da innen ansetzen, aber damit habe ich nicht gerechnet. So, gegen Kelly. Okay, da bremst er ganz kurz. Bei der Windschatten von mir kann er noch gar nicht so stark greifen. Und Kelly vorbei. Also muss man was einfallen lassen auf der Bremse irgendwie. Meine Hasskurve. Oder meine Problemkurve. Problemkurve ist, glaube ich, besser definiert. Also aktuell passt der Schwierigkeitsgrad fürs Rennen. Nur nicht fürs Qualifying. Also da bin ich 2 Sekunden schneller. Gut, kann aber ja sein, dass der Regen da einen großen Unterschied ausmacht. Oder vielleicht kann ich mich jetzt sogar absetzen. Vielleicht habe ich auch eigentlich einen scheiß Bike. Das kommt ja auch noch vielleicht wieder hinzu. Ich komme nicht um die Kurve. Ich komme nicht um die Kurve mit 50.
So. Zweite Runde absolviert. Kelly, der müsste noch hinter mir sein. Ich glaube, ich sollte versuchen, am Limit zu bremsen, aber das kann ich nicht so wie die. So, Kelly da hinten. Schnellste Rennrunde 1:52,8 von uns. Kelly. Na, setzt du zum Angriff an? Ja, er setzt an. Oh, jetzt fahre ich einen ganz weiten Bogen. Nutzt er aber nicht aus. Diese kann er vielleicht auch gar nicht ausnutzen. Vier Zehntel aktuell. Wow, der Körper ist immer rutschig. Vier Zehntel. Also die ersten zwei waren sehr interessant, sehr spannend. Jetzt kommt wieder meine geliebte Kurve. Mittlerweile kenne ich den Kurs schon. Wie der verläuft, weiß ich mittlerweile. Aber die Respektkurve hier. Das ist wirklich die Respektkurve. Wo ist Kelly? Ja. Aber die nimmt er, glaube ich, nicht voll. Nein, nimmt er nicht. Dann auf jeden Fall Zeit gewonnen. Da wollte ich eigentlich sehr spät auf der Bremse. Also das merkt man, glaube ich. Aber ich suche das Limit mit der Bremse. Eine Sekunde voraus. Und zwar wirklich eine Sekunde. Zu schnell rein. Ich glaube, der Mittelweg ist der schnellste Weg. 1, was fahren wir? 51. 52, 2. Ich weiß nicht, was Kelly gefahren ist. Ich muss noch mal gucken, ob wir vielleicht sogar die Renndauer erhöhen können, weil 4 Runden ist jetzt nicht die Welt. Das sind 25%, das ist ein Viertel. Das heißt, man würde gehen echt 16 Runden fahren. Ja. Okay, auf jeden Fall, die sind aber näher dran. Also ich bin mal gleich... Wenn es gleich angezeigt wird, würde ich gerne die Zeiten sehen von denen. Was die eigentlich in Wirklichkeit fahren. Für Runden. Das heißt, ich bin jetzt 1:51 gefahren. So. Kein Risiko. Traktionskontrolle, weiß ich gar nicht, ist die eigentlich an? Habe ich jetzt auch gar nicht wirklich drauf geguckt. Ein paar Kurven noch. Aber ich würde eigentlich sagen, die Bikes müssten eigentlich fast alle gleich sein, wenn die Konkurrenz hier alles innerhalb von 2-3 Zehntel fährt. Können die ja keinen großen Unterschied ausmachen. Da macht der Fahrer schon den Unterschied aus. 2 Sekunden am Ende. Und ein Rennsieg. Und damit belasse ich es auch erstmal. Weil jetzt seid ihr gefragt. Wieder, jetzt können wir wieder die Frage stellen, hochdrehen oder nicht hochdrehen. Also fürs Rennen, klar, der Sieg war aber erkämpft. Also da musste ich mich am Anfang, ja, gegen 2 oder 3 durchsetzen. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. 2,4 Sekunden Vorsprung, 2,6 auf den dritten und dann 4,3. Und dann wird schon immer mehr. Okay, man sieht es, der eine ist 52,7 gefahren. Und je weiter aber nach hinten geht, dann sind wir bei 53, 54er Zeiten. Okay. Die Qual der Wahl habt quasi ihr. Auf jeden Fall bin ich eine Trophäe ein, dass ich ein Rookie bin. Oh yeah! Oh yes! Die Bikes sind alle gesponsert von Red Bull. Fällt nur nicht auf. Da fehlt ja so ein bisschen der Kommentator jetzt. Ja. Oh, wir haben einen neuen Fahrer freigeschaltet und 2 Meisterschaftsrennen zum Freischalten. Alles klar. Es gibt einen sogenannten Ruf.
Rufeinnahmen, Ruf, GP, Ruf, Gesamt- und Optionenbonus. Gibt es auch wieder diesen schönen, ja, dieses schönen Wohnwagen, das wäre richtig nice. Aktuell sieht mir das momentan nicht so aus. Also Optionen. Ne, das sind nur die Optionen. Weil sonst müsste ich zum nächsten Rennen springen. Das möchte ich aber jetzt eigentlich noch nicht machen, denn hier möchte ich erstmal den Part beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Schreibt ein paar Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Und schaltet wieder ein, wenn es wieder ist. Let's Play MotoGP 17.